So, komm, ich würde sagen, wir marschieren durch und greifen an. So, bitte durchmarschieren. Und nukt sie raus aus der Bude. Sehr schön, wir sind hier schon bei den Bogenschützen, das ist super. Da unten kommen wir auch schon ran. Ja, ich glaube, es sieht alles in allem sehr gut aus. Wir kriegen gar nicht so dermaßen hart auf die Schnauze. Au, warte mal. Da doch jetzt bitte einmal zurückrudern. Ich wollte gerade sagen, das sieht wieder aus, als wäre da irgendwas auf einer Insel. Ballisten einmal ran. Und ihr einmal bitte zurück. Dankeschön. Ja, ich hätte direkt mitziehen sollen. Na egal. Hinterher ist man immer schlauer. So, und einmal wieder nach da hinten alle. Aus der Feuerlinie. So, jetzt haben wir schon mal jede Menge Gold. Das finde ich super. Und wir brauchen mal eben ein paar Larrys, die hier... Ach, guck an, können wir auch endlich aufwerten. Ein paar Larrys, die hier ein bisschen Land einnehmen. So, die Ballisten rollen an. Zwar langsam, aber sie rollen. So, und wir können derweil mal da oben schauen. Ist ja auch schön weit weg von der Insel. Und mal gucken, ob wir dich da einem auf die Schnauze hauen können. Oh, yes. Auf dein leichtes Ziel werden. Ja, Überraschung, es war ein leichtes Ziel. Ding, ding, ding. Rums, oh, da hat jetzt aber gescheppert. Eieieiei, der kriegt auf die Mütze. So, bei wie viel Kampfkraft sind wir jetzt schon? 73 haben wir jetzt schon, nett. So, eben einmal abgeknallt. Na, ob's das jetzt bringt, mein Freund, ich weiß ja nicht so recht. Und siehe da, Lücke geschlossen und schon rennen die ersten los. Sehr gut. Wir können jetzt natürlich unseren Priester vorschicken, seinen Gegner bannen, dass er dann zumindest die Bogenschützen hier aufs Festland rüberholt. Das hilft uns aber beim Rest nicht wirklich. Und ich hoffe inständig, dass jetzt die zwei Ballisten reichen, sonst kriege ich wahrscheinlich wieder einen Haschmich. Und ja, Holger hatte noch was gesagt, von wegen, ich habe dir gesagt, du brauchst Ballisten. Okay, hat er recht. Wir sollten uns von Norden nähern, nicht, dass die irgendwie zwischen den Gebäuden stecken bleiben oder so ein Quatsch. Ich meine, die Reichweite ist zwar recht hoch. Aber wir sollten auf Nummer sicher gehen. Was ist? Ja, da ein bisschen Kohle, das juckt mich herzlichst wenig. Na, erster gehen schon mal daneben. Zeit hat getroffen. Oh, ey, lass mich nicht hängen, bitte. Letzter! Ja, geil, da ist das Ding. Oh, herrlich. Mit dem letzten Schuss, boah, meine Fresse. Ach, genau, ist das schön. Ist das schön.
So, liebe Bogenschützen, da wir jetzt 91% Kampfkraft haben, was ich im Übrigen mehr als nett finde, waltet eures Amtes und bringt Zerstörung und Verzweiflung. Ach, guck mal, das sind noch mehr Gold. Menschenskinder, nee. I like. Ach, Steinchen hat uns auch da gelassen. Das finde ich so super von dir. Und Waffen auch noch. Ein Traum. So, und da gucken wir mal, was du uns da für Ressourcen netterweise überlassen wirst. Ach, guck mal, oh, Gold hat er. Sehr schön. Hat er Gold? Hat er. Gibt er uns Gold? Gibt er. Sobald wir ihn hier weggeprügelt haben. Er hat sogar jede Menge Gold hier. Nicht schlecht. So, erster weg. Zweiter weg. Und dritter weg. Und da ist noch ein Türmchen. Dann marschieren wir doch mal direkt weiter. Stimmt, ich habe schon ein paar Pfeile fliegen sehen. Ja, komm. Aus euch machen wir mal wieder. So, du stellst schon mal wieder Munition her. Du findest schon wieder keine Bombe mehr. Ja, komm, dann lassen wir mal Drölbe gerade sein. So, da sind wir jetzt fertig mit allem. Wobei, ob wir mit allem fertig sind, muss ich erstmal schauen. Wir haben ja auf jeden Fall etwas fertig. Ja, warte mal, da ist noch jede Menge Land. Vielleicht sollten wir uns doch noch ein paar Pioniere schnappen. Nicht, dass er da noch was stehen hat, was wir verschenken. Das wäre ja jetzt auch Quatsch. Ach so, nee, der hat nur noch ein paar Quadratzentimeter Land. Oh Gott, du tust mir so leid, mein Freund. Hör mal, du bist ja gar nicht mein Freund, bist mein Feind. Okay, du tust mir nicht leid. Ding, ding, ding. So, komm, dann holen wir uns nochmal mit ein paar Pionieren das restliche Land hier hinten alles. Einfach der Vollständigkeit halber. Innerer Monk und so, ne? Genau. So, Fische haben wir immer noch nicht. Aber mittlerweile ist die Goldmine trotzdem ziemlich gut versorgt. Warte mal, wir könnten unsere Larrys mal lieber nach hier unten schicken zum Graben, weil hier wird bestimmt noch einiges an Gold drinstecken. Da gehe ich jetzt einfach mal fest von aus. Immer noch 91%. Okay, aber das ist schon ziemlich cool. So, die ganzen Kampfmeldungen erstmal weggeklickt. Ja, da seid auch bald am Ende, hier auch schon. Dann füllt doch mal hier die letzten Lücken noch. So, ich habe hier oben zu wenig Lazarette, ist mir aufgefallen. Kommen hier noch welche raus? Nee, ne, ihr seid fertig. Okay. Dann reiße ich dich nämlich ab. Und baue dafür mal hier noch ein, zwei weitere Lazarette auf. So, ihr sammelt euch mal davor. Und dann luppt das Ganze doch. Ja, tut mir leid, aber es war's gleich mit deinem Sägewerk. Ja, okay, ich gebe zu, es war gelogen, es tut mir nicht leid. Hat er verdient, so wie der auf seinem Gold gehockt hat. Dieser Knauserer. So, ich weiß nicht, ob wir die noch brauchen werden, aber Schaden werden die mit Sicherheit nicht, da wir sie jetzt sowieso schon da haben und an Ressourcen eh mehr als genug haben. Ach komm, ich kann auch zurück verwandeln. Da brauchen wir das ja jetzt nicht mehr.
314 Soldaten noch, über meine Fresse. So, kommen wir schon mal zum Eingang. Die ersten werden wir noch manuell machen, bis wir nach und nach allein getrudelt sind. Das dauert nämlich sonst Ewigkeiten wahrscheinlich. Du förderst nichts mehr. Ja, damit habe ich schon irgendwie gerechnet. Deswegen gut, dass wir hinten gleich noch ein bisschen rausbuddeln. Ich hoffe, dass wir da noch was finden werden. Guck mal, endlich hat das Sägewerk mal wieder was zu tun. Ein Träumchen. Also, wir machen, wie gesagt, solange die hier noch alle eintrudeln und sich ständig hier alles verschiebt, gerade wenn hier gebaut wird, macht das noch herzlichst wenig Sinn, darauf zu warten, dass die sich selber hier heilen. Okay, scheinbar rennt da glücklicherweise immer jemand vorbei, der Heilung braucht. Nur nicht der, den ich hier da vorbeischicken will. Ah, jetzt hat sie ihn erwischt. Eisen, oh, und jede Menge Gold. Lass da jetzt bitte eine Mine hinpassen. Edelstein, wo ist er denn? Bin ich blind? Ich bin blind, ne? Da, Gold. Yes. Aber ich glaube, ich buddel erstmal weiter, weil vielleicht kriegen wir zwei Minen dahin. Das wäre natürlich ein Träumchen. Ja, ich glaube, das sieht gut aus mit zwei Minen. Vielleicht finden wir ja hier auch ein bisschen Fisch. Zum Beispiel hier unten, weil da schon ein Fischer stand. Nein, das passt doch nicht. Bäh. Dann positioniere ich die doch nochmal um. Wenn wir da eh nur eine hinkriegen, dann sollte die auch wirklich optimal sitzen. So, ich hoffe mal, das ist ein bisschen besser. So, dann einmal Munition aufnehmen. So. Hatte ich nicht noch ein drittes Lazarett gebaut? Ach, da unten, ja, stimmt. Die Luca, die habe ich dezent übersehen. Entschuldigt, bitte. Halt noch mal ein bisschen ausschauen, ob wir hier noch irgendwo Fisch sehen. Könnte ich aber auch eigentlich... ich hatte jetzt kurz überlegt, hier auch eine Kohleproduktion hinzulagern, aber dann brauchen wir ja wieder mit dem Brot Ewigkeiten. Na gut, andererseits, mein Gott, warum nicht, ne? Mein Gott, holen wir immer noch Waffen von da unten weg? Crazy.